Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Matchmaking-Video hier auf dem Kernel. Oh my God! Inhuman Reactions. Erstes Mal werden hier Grüße an alle rausgehauen, die gegrüßt werden wollten und vor allem die gegrüßt werden sollten, ne? Ist ganz klar. Und ich sollte noch ein Wort sagen, das ich aber vergessen habe. Irgendwas mit Giraffe, gell? Oder Elefant. Nehme irgendwas mit Elefant. Ich weiß nicht, ob ich hier auf A bleiben soll und nicht. Bombe sei. Sure. Spot. Leute, ich dachte, die decken da ultra den Spot, ne? Aber nee. Ey, die waren zu zweit auf A, ne? Und die haben die durchgelassen, komplett auf den Spot. Wie unglaublich defensiv haben die gespielt. Ich habe damit nicht gerechnet, dass jetzt einer direkt neben mir steht. Hallo? Wir hatten so ein leichtes Spiel mit 4 Leuten auf A und haben es einfach verhuddelt. Ihr habt es bereits im Titel gelesen. Es geht um eure Mithilfe. Oh mein Gott. Team Warlin gegen Team Dumbabla wird kämpfen. One City? What the fuck? Hello, das Spiel. Ja, one zombie. Coming. Scheiße, ich werd gleich so genudelt, ne? One City. Was macht denn das Team? Also, Team Warlin gegen Team Dumbabla wird kämpfen. Und zwar schon diesen Sonntag. Es geht dabei immer um Warlin plus 4 gegen Dumbabla plus 4. Wir würden diese ganze Sache gerne öfter machen. Also einfach mal only high rank, only low rank, dann random und hin und her. Wir machen das aber davon abhängig, wie gut es ankommt. Also es ist wirklich eine Klick-, Like- und Kommentarsache. Wenn dieses Projekt eher untergeht, dann werden wir das auch nur einmalig gemacht haben. Denn es ist viel Arbeit, das alles dann zu bearbeiten, zu schneiden und so weiter und so fort. Aber einmal soll es jetzt natürlich mal getestet werden. Denn davor kann man ja nicht sagen, wie es läuft. Folgende Information. Dieses erste Spiel soll only High Rank sein. Also jeder, der einen möglichst hohen Rang hat, kann sich da gerne melden. Ihr schreibt hier einfach unter das Video, also in die Kommentarsection, wie alt ihr seid und was für ein Rank ihr seid. Da werden dann einfach 4 Leute rausgepickt und fertig ist der Lack. Ja, Flash, Bomb ist down, nein. Incoming. Wartet kurz, da ist jemand. Scheiße. Wie gesagt, für den Anfang erstmal only High Rank. Am Sonntag werden wir spielen, wahrscheinlich gegen Abend. Es werden 3 Spiele werden, 45 Minuten oder sowas. Und dann nehmen wir eben alle, die mitspielen, sowie die Zuschauer, die da zeitverzögert über das CSGO, über diese Möglichkeit bei CSGO zuschauen, können gerne aufnehmen und daraus Videos machen. Wollen und ich werden aber auf jeden Fall natürlich daraus eben Videos zaubern. Okay, should I rotate? Yeah, yeah, yeah. Okay, incoming. Der Rest kann aber gerne auch was draus machen, wenn er möchte. Hey, Longstar. Man merkt es vielleicht ein bisschen, dass ich gerade nicht so extrem aufgeschmissen bin, weil ich kurz ein Arms Race gespielt habe und das auch fett gewonnen habe. Also ich habe mich jetzt ganz, ganz kurz eingeaimt. Nichtsdestotrotz geht da sicherlich noch mehr. Aber zurück zum Thema. Am Sonntag gegen Abend, wahrscheinlich ab 18 Uhr oder so, ich muss es mit Wolle nochmal klären, beziehungsweise wir werden das untereinander da eh noch klären. Also die mitspielen, diese zwei Teams, wir klären es dann noch ab, wann genau alle Zeit haben und so weiter. Meldet euch hinter dem Video, wie gesagt, einfach euer Alter und euren Rank. Ihr werdet dann von uns angeschrieben. Wollen hat sein Team schon, soweit ich weiß. Ah, fuck. Banana's still there. Ich hätte nicht rangehen sollen, nicht verschissener Dummatz. Scheinbar bin ich jetzt auf A, ich habe nichts gesagt bekommen. Es geht einfach jemand anderes. Mit auf der B, okay. Purple, you can stay mit, if you want. Scheiße. Jetzt ist der Kerl auf Ding gestorben, auf Short, Long. Jetzt kommt gleich von hinten wieder einer. Ich habe die genervte Ump am Start. One City. Gott! Und ich bin wieder der gefickt wird. Edel, Mann. Edel, edel, edel. Jetzt habe ich auch noch Waffen gedroppt. Guck mal, ich habe no fucking cash. Oh mein Gott, der Molly war ja wirklich vorzüglich. Also den hätte noch nicht mal ich geschmissen und ich bin Utility Master over 9000. Hello! Es ist schon wieder echt nice. Ich nehme jetzt hier auch gerade wieder vor dem Livestream auf. Das heißt, im Livestream gibt es dann wahrscheinlich den Downrank wieder auf Doppel-AK. Das war eben wieder so lächerlich. Das hätten wir nie im Leben verlieren dürfen. Naja, egal. Also wie gesagt, Team One gegen Team Dumbabla. Wenn die Sache gut läuft, also ich kann es jetzt im Moment von den Zahlen her nur bei mir sagen, also Minimum, ich sag mal, 1000 Aufrufe, um endlich wieder zurückzukommen auf die Glory 1000, die wir im Januar, Februar die ganze Zeit hatten. Und ja, also schon 100 Daumen nach oben. Woo! Dementsprechend viele Kommentare, dann sollte das auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte sein. Falls es einfach wieder unterm Radar fliegt, ist die Arbeit zu viel, um sowas zu machen. Also es ist zu viel Arbeit bei zu wenig. Verreck doch, du Bastard! Okay. Warum hilft mir der Blaue nicht, Mann? Ich habe 2 Leute gelegt und der Babsack macht nichts. Ah, er hat eine Pump. Okay, er hat eine Pump. Ist in Ordnung. Es muss natürlich, ich denke, es ist für jeden nachvollziehbar einen gewissen Einschlag haben, weil es sehr viel Arbeit ist, auch die Sache dann zurechtzuschneiden. Diese 3 Videos mit 5 Stimmen. Also, ja, es ist ein sehr hoher Aufwand. Flash. Da ist noch einer, da ist noch irgendwo einer. Scheiß die Wand dann, ey. Da sind wir beide natürlich gespannt, wie es so laufen wird. Falls die Sache einfach überhaupt nicht ankommt, also euch gar nicht gefällt, dann, ja, machen wir halt was anderes. Scheiß drauf. Es ist natürlich essentiell, dass euch die Sachen gefallen, die wir da machen.
Nein! Keine Munition gab für den Pisser. Sorry. Sorry, Green. Wallen hat schon gesagt, dass er nicht unbedingt Only Globals hat. Er hat zwar einige gute, aber es ist wohl auch ein DMG dabei und so weiter und so fort. Also wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben, sag ich mal. Aber dieses erste Spiel steht dennoch im Sinne des High-Ranked Matches. Vom Boiler. Ah! Ah, jetzt habe ich keinen Molly gekauft. Scheiße. Weißt du, ich bin ultra reich, ich habe keinen Molly. Oh, da ist ein. Oh, nice. Bomb down, nein. Fuck, ich habe es genau gewusst. Und was mache ich? Anstatt mich irgendwie hinzustellen und sie zu erwarten, gehe ich frontal hin. Könnte eine verlorene Runde werden, die eigentlich nur wegen mir verloren wurde. Ja. Verschissel. Oh, und er ist nicht gestorben. Das ist lächerlich. Guck mal, das ist der letzte, ne? Das ist gerade so scheiße lächerlich. Das sind diese Pechrunden, die man dann hat. Wo man auch irgendwie schon genau weiß, ich bin jetzt gerade gestorben in einer blöden Situation, in der ich Minimum 2 Kills geholt hätte. Ich bin schuld. Die Mates werden das nicht mehr rausholen können und das ist tatsächlich so. Scheiße. Ja, flashen sie mich. Ich hab doch gerade geflasht, ihr Pisser. Oh. 7-7 ist auf der Map als City echt scheiße. Nach meiner Erfahrung müssten wir Minimum ein 10-5 machen, dass es ein gemütliches Spiel wird, aber... Ich will den Tag nicht vor dem Abend haten. Oh, nice Runde, Jungs. 3 geholt, sick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Team als Team gut geeignet ist, irgendwie. Das sind so typische City-Leute. Kennt ihr das, wenn ihr spürt, dass, gewisse Mitspieler ausschließlich für eine Seite gut sind? Wenn sowas bei mir ist, dann sind es die Leute, die meistens für Team brauchbar sind, aber jetzt die hier haben sich eher wie City-Leute angefühlt. Palace, auf und down Palace zu sagen. Long is down. One on Balcony, I think. Down. Ah, fuck. Scheiße. One library, one pit. Ich hätte direkt draufgehen müssen mit der Bombe. Try to plant. Nein, warum habt ihr denn nicht... Try to plant, please. Sind die dumm? Die Bombe ist unter ihm down. Der Blaue hätte schon längst legen können. Wir hätten schon gewonnen. Oh mein Gott, er hat's echt geholt. Er hat's echt geholt. Ich fasse es nicht. Es war ein Scheißjob von beiden. Verschissener Dummdödeljob. Mehr Glück als Verstand. Die Bombe hätte schon Minimum 15 Sekunden gelegen, bevor der erste von diesen 2 letzten Tees gestorben ist. Und was machen die? Behindertenattack. Geil. Geil. Jetzt bloß nicht so arg Gas geben, Jungs. Genau. Nicht, dass wir direkt zermürbt werden. Scheinbar gehen wir auch Richtung... Oh, Richtung B, wie es aussieht. Oh, da stirbt schon der erste. Shit. Oh mein Gott, ich krieg auch noch die Fresse poliert, ne? Habt ihr es gesehen, den Headshot? Der grüne Schild noch am Spawn. Man braucht sehr lang zum Einkaufen, weißt du? Zur Frage, ne? Oh, nice. Let's go. Fast. Er blockt mich einfach, weißt du? Nice, nur noch einer. Das ging schnell. Ich hab niemanden gesehen. Also entweder hatte ich Unrecht, was meine Mates angeht, bezüglich dieser T-These. Oder aber, es stimmt. Und die jetzigen CTs sind noch schlechtere CTs. Man weiß es nicht. Es fühlt sich gerade nicht schwierig an. Wobei ich auch nicht allzu viel mache. Also die Mates holen gerade das meiste. Oh shit. Hey, long one. Nein, nein. Nice, last one was for now. Okay. Scheiße, jetzt zählt's. Oh mein Gott! So, dass es einfach läuft, ziehe ich mal direkt wieder zurück. Diese Behauptung. Nein, was? Was für ein verschissenes Pech das schon wieder war. Er hat uns beide geholt. Er hat einfach beide weggeklatscht. Und ich mache vorhin Dauerfeuer auf beide und ich treffe nur den einen. So ein kleiner Luca. Ach so, übrigens, ich bin noch nicht im Urlaub. Das Video, das da letztens kam, das war für den Urlaub gedacht. Aber ich hatte an dem Tag kein anderes Video, also musste ich es vorziehen. Ich bin erst Ende des Monats, Anfang nächsten Monats in Urlaub. Auch nicht für lang, 4 Tage oder sowas. Oh fuck. Oh mein Gott, Purple rennt da komplett durch, ne? Er wird so low HP sein. Achtung, Banana ist bestimmt was. Oder auch nicht. Ja, er steht beim Baum. Also, wo früher ein Baum war. Scheiße, nein! Fuck, fuck, fuck. I'm gonna plant. Planting for a pop, banana. Oh mein Gott! Nein! One spot last. Fuck. Shit! Bitte nicht! Bitte schafft das nicht! Nein! Ich fass es nicht. Dass er das echt geschafft hat, ne? Die lacken gerade so widerlich rein. Ich bin aber auch schon wieder ganz oben. Immer wenn ich Erster bin, stimmt das mit dem Spiel nicht. Das weiß jeder. Jetzt haben wir genug Cash, um richtig anzugehen. Bitch! Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, let's go. Ich habe einfach
Scheiße, nochmal geradeaus geguckt und nicht auf den Balkon. One is balcony, ey. Wie kann man nur so lucky sein und dann kommen, wenn ich nicht hinguck? Schaut mal da unten, 19 in 5. Shit. CS ist broke. Ich hoffe, dass er das holt. Es wäre schön, jetzt noch einen Sieg mitzunehmen, zumal ich jetzt eben auch gar nicht mal so extrem übel bin. Jetzt würde ich aber doch mal gucken. Really, nigga? Ah, als würde man gegen Silvers spielen. Das ist so merkwürdig. Kein normaler Mensch macht da einen kompletten Defuse in der Situation, ohne irgendwas über den Gegner zu wissen. Normalerweise nicht. Ich meine, man kann es mal machen. Here with a shot. Das sind diese Sachen. Das sind diese Sachen hier auf der Low Elo hier bei DMG. Ne? Bin ich nicht gewohnt. Hätte der City ihn überrannt und er wäre gestorben. Oder hätte er Fake Defused und er wäre hingegangen dann, also der Kollege, um zu gucken und wäre dann dabei gestorben. Alles cool. Aber so. Balkan hier, ey. Scheiße. Bitte verreckt jetzt nicht. Geht einfach durch. Wollen wir das Balkan hier, ne? Geht einfach durch, genau. Jetzt muss jemand die Bombe holen. Weißt du, es geht auch wieder niemand zur Bombe, also direkt, sondern es wird einfach so weißbrotmäßig irgendwo hingelaufen. Nice. Und ja. Ich bin jetzt gerade der, der aus dem Tod heraus ständig called, weil kein anderer called. Ich hasse sowas eigentlich, aber ich sag jetzt auch wirklich wichtige Dinge, wie eben One is coming from short oder planned for apartments, weil nämlich der letzte auf B ist und so weiter und so fort. Jetzt hätte ich es hier mit Unfähigen zu tun. Can you drop, please? Egal, naja, was soll's. Hm. Ich denke, der Sieg ist drin. Ich glaube, wir sind etwas stärker. Wenn die anderen mal so ein bisschen ihr Lack runterfahren würden, nice, das geht echt fast, dann könnte das einfacher funktionieren. Und scheinbar haben sie ihr Lack gerade runtergefahren. Sie wurden mit einer Krieg oder was das war. Oder war es ein Krieg? Einfach hintereinander genannt. Hintereinander genutzt. Und der hat mir jetzt auch keinen Lucky Header gegeben. Also es scheint gut auszusehen, ne? Ich denke, das Video kommt heute, also am Dienstag nicht mehr. Wahrscheinlich wird es mittwochs kommen. Ich weiß, es scheint etwas kurzfristig zu sein. Es hätte eigentlich schon am Montag kommen sollen. Aber ich habe die Daten mehr oder weniger zerstört beim Versuch, noch einfach was hinten dran zu sprechen. Und deswegen kommt es jetzt halt am Mittwoch, aber was soll's. Ich denke, 4 Leute für Sonntag zu finden wird kein Problem sein. Ich sag ja auch mal direkt Sonntagabend. Und die Eckdaten sind ja besprochen. Also das ist jetzt eben in High Rank, bla 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 und hin und her. Ich bettel mich gerade so ein bisschen mit unserem Ersten um den ersten Platz. Er chillt einfach. Ey, er legt gerade alle. What the fuck? Der hat gerade einfach. Was geht denn hier ab, ey, wie er gerade die Leute gelegt hat, ne? Ich glaube, er hat 3 Leute geholt. Oh, ich wollte gerade sagen, geh du nicht ran. Der andere hat 8 HP, weiß ich schon, Alan wird sich jetzt killen lassen. Naja, haben sie ja ganz gut gemacht. Komm, was soll's? Was soll's? Nein! Nein, du Pisser! Nein! Ich hasse das, wenn die da stehen. Ich hasse es wie die Pest. Achtung, grün! So. Und da lässt sich der eine holen. Egal, der Win ist drin, auf jeden Fall. Da bin ich fürs erste Mal zufrieden, nicht wahr? Ich bin immer nicht Erster, das finde ich nicht gut. Egal, diese Spiele zeigen euch, dass ich nicht immer nur 5 Kills mache, so wie im letzten Matchmaking. Oh, das war echt hart. Das war. Was ist das hier bitte schon für Ranks? Okay. Aber ausgeglichen, es ist ausgeglichen. Ich rücke also wieder etwas vom Downrank weg, was mich sehr freut. Wie vorhin schon erwähnt, meldet euch einfach hier unter dem Video, wenn ihr mitmachen wollt. Und rastet natürlich voll aus, wenn das Video da ist. Wir dachten, das ist eine coole Sache, weil ihr halt dann auch wirklich im Video mit drin seid und guck mal da, ich habe mitgewirkt und so weiter und so fort. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.